So, Leute, dann sind wir im nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Nadu Breakfast gegen Esper Control. Jo, mit St. Catherine, wie man sieht. Jo, zwei auf der Starthand, ohne Brainstorm. Ja, schlecht. Das ist nicht schön. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Hand. Ah, mit Plains als Start und man hat noch. Okay. Ja. Nadu Breakfast eigentlich so, wie man es kennt, ne? Ja, sehr, sehr, sehr Standard. Das. Einfach ein möglichst schneller Clock zum Gewinnen und dann gib ihm. Jo. Auch einfach hier mit Ursachsager Start ist natürlich auch crazy. Ja, das heißt, man kann theoretisch, wenn man jetzt den Cephalid hat, kann man nächste Runde gewinnen. Ja. Man kann diese Runde ja danach suchen. Genau. Ja, ist halt Nadu Breakfast, also dass Cephalid Breakfast einfach nochmal ein Deck ist, ne? Ja, aber jetzt mit, also es war es ja vorher schon ein bisschen eine Zeit lang, aber jetzt mit Nadu ist natürlich richtig broken. Ja, du hast halt jetzt ein richtig geiles Out mit dem Deck, ne? Ja. Vor allem, weil es ja auch noch da tatsächlich einfach die Möglichkeit gibt, dass du mit Nadu um Graveyard Hate herum spielst. Ja. Weil Nadu halt auch einfach dafür sorgt, dass du die Karten ziehst und auf die Hand nimmst. Also nicht ziehst, sondern nur auf die Hand nimmst. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist auch sehr, sehr, sehr crazy tatsächlich. Mhm. Der Ponder wurde hier nicht geschaffelt. Nope. Schon ganz gut. Da wird ein Lorien revealed genommen. Und eine Uzi. Ja, okay, Mann. Ich habe gesehen, man hat hier den Sacrifice-Spell auf der Hand. Shieldred's Edict. Shieldred's Edict, ja. Der geht natürlich sehr viel. Ja. Jetzt ist die Frage, mit einer Plains zu starten, ist halt schon so. Ja, man hätte auch anders starten können. Da war auch ein Fetchland drauf. Oh, jetzt so ein Murktide gezogen. Aber ich glaube, man wusste ja nicht genau, wogegen man spielt. Und da ist so ein Plains-Start eigentlich schon ganz, ganz solide. Also jo. Plains und Dolorean Reveal ist eigentlich ganz solide. Das stimmt. Ja, da float man Mana. Dann kommt der Shuko. Die Karte, die zwischendurch mal richtig teuer geworden ist, die mittlerweile am Fallen ist. Die war auf 12, 15 Euro, ne? Ja. Oh. Für ein Üssel-Artefakt aus Kamigawa. Ja, Betrayers of Kamigawa. Ja. 2007 oder so, glaube ich. Yes. Genau. Dann sehe ich kein Cephaliden auf der Hand. Man hat aber noch einen Mana floaten. Ja. Oder ist das? Doch, das ist ein Cephalid. Ja, okay, man hat ja auch noch einen Landdrop. Also man könnte jetzt noch Setup bauen. Ja. Um zu gucken, was der Topdeck so bringt. Aber am Ende des Tages bin ich mir nicht sicher, wie viel das wirklich bringt, da jetzt ein Ponder zu hauen. Da hätte ich eher, man sagt Go. Interesting. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man das Ding wirft. Bin ich ziemlich ehrlich. Da kommt endlich mal ein Brainstorm. Mhm. Was haben wir da noch gezogen? Ganz viel Stuff. Noch ein Land. Ja, man kann die Saint Catharines beide oben drauf schmeißen. Das ist relativ ein guter Plan. Ja, ist mit Brainstorm halt wichtig. Ja. Der bringt sonst gar nicht viel. Das ist ein Edict. Ending. Ending, ja. Ja. Ja, okay, hat mal Schuko halt vom Hals, ne? Ja, das ist relativ wichtig tatsächlich, weil die Karte macht sonst viel zu viel. Also die Schuko-Karte macht mit so viel, es ist so eine gute Win-Condition für das Deck, weil es auch mit Nadu funktioniert, weil es mit dem Cephalid funktioniert. Das ist einfach zu stark. Ja, der einzige Nachteil in Anführungszeichen an Schuko ist halt, es funktioniert nicht im Gegnerzug. Ja, das ist korrekt. Das macht ja der andere tatsächlich. Genau, der Nomad. Genau, der Nomad. Der macht das natürlich auch sehr, sehr stark. Aber ja. It's a miracle. Miracle. Wo kommt die wohl her? Ja. Jetzt ist nämlich die Frage. Das ist in Theorie eine Four-Turn-Clock. Ja. Ist die Frage, ob man sie auf 3 Turns runterdrückt, indem man keinen Spell spielt. Weil da ist ja noch eine Sand-Catherine oben drauf, wie man weiß. Ja.
Das ist jetzt die Frage. Und auf der anderen Seite hat man auch immer noch ein Merc-Teil auf der Hand. Das heißt, man kann auch immer noch reloaden. Mhm. Da wird ein Surveillant gezogen. Ja, die Surveillant halt auch wirklich stark in dem Deck, weil, naja, was soll's? Soll's in den Friedhof gehen, dann ist es okay für dich. Ja, du kannst ja auch dann zum Beispiel schon das Oracle in den Grave kriegen oder den Reanimation Spell. Ja. Und das ist so easy. So, jetzt ist die Frage, wie viel Schokos spielen die? Eine, zwei? Ein bis zwei, ist je nach Liste ist unterschiedlich. Und dann hast du halt noch die Nomads, ne? Ja. Hm. Okay. Da kommt wahrscheinlich ein Nadu. Nee, ein Teferi. Der ist... Das ist ein Spellpierce. Das ist ein Spellpierce, ja. Boah, den würde ich Spellpiercen. Den würde ich auch Spellpiercen. Den würde ich Spellpiercen. Der nimmt dich sonst komplett aus dem Leben. Ja. Du hast ja immer noch den Markt halt zum Nachlegen. Mhm. So. Und die Set Green auf dem Feld. Ja. Macht halt Vorturn. Das ist halt nicht zu unterschätzen. So, dann gehst du jetzt auf Tundra. Mhm. Und dann, ja gut, der Spellpiss, glaube ich, sogar schon gesagt. Mhm, der wird wahrscheinlich auch durchgehen. Ja. Würde ich jetzt stark von ausgehen. Gehe ich auch von aus. Ja, Teferi. Swords. Das war halt eine Art von Bait. Aber es ist, denke ich, okay. Das geht ja auf 24. 24 und dann... Man kann halt... Sind da Surveillance da drin? Ja. Könnt ihr End of Turn of Fetch haben mit Surveillance? Ja, macht man auch. Mhm. Das ist halt so spannend. Also früher hat man immer gesagt, End of Turn fetcht man nicht im Legacy. Hat sich mit den Ländern stark geändert. Ganz, ganz stark. Und das ist so krass, wie halt etwas, was vor ein paar Monaten noch vollkommen absoluter normaler Tonus war, sich so krass verändert hat. Mhm. Ja, das ist wirklich crazy. So, und gleichzeitig halt auch sehr schön. Du kannst dir halt jetzt ein richtig geiles Setup machen. Selbst wenn du jetzt einen unrelevanten Spell oben drauf hast, schmeißt den in den Friedhof und frisst den mit dem Murktide. Mhm. Schon Gewinn draus gemacht. Ja, ist richtig. So, da ist jetzt die Frage. Was haben wir noch? Ein Frosch. Oh, Frog. Froggy, Frog, Frog. Frosch ist natürlich auch gut. Ja, aber Frosch. Ja, Murktide oder Frosch? Was ist das? Oh, Wrath of the Skies. Yep. Räumt die Saga ab. Oh ja, macht hier Verzauberungen, Artefakte platt. Jupp. Und Kreaturen. 2, 3, 3. Dann ist der auf 6. Es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Genau. Es macht keinen Unterschied und ich glaube, man kann was mit dem Grave machen. Von daher. Ja, vielleicht Snapcaster, vielleicht hier Sanctuary. Ich glaube, es ist beides drin. Mhm. War in der Deckliste drin. Dementsprechend. So, jetzt hast du halt eine 3-Turn-Clock da liegen. Genau. Und damit musst du jeden halt erstmal agieren. Jo. Jo, Swords. Was er kann. geht mal auf 29. Ich glaube, ich nicht so relevant für das Spiel, aber. Ich glaube, der Beatdown-Plan bei Nadu Breakfast ist zwar existent, aber nicht so relevant. Ja, weniger. Das heißt, es gibt so ein Nadu-Combo-Midrange-Haufen. Da ist der Beatdown-Plan sehr relevant, aber beim Breakfast glaube ich nicht. Ja. Was hat man jetzt noch? Man hat noch 3 Removals. Wow. Das nächste Wort. Ja, irgendwann geht Breakfast halt auch irgendwann das Pulver aus. Ne? Das ist korrekt. Aber jetzt hier mit so vielen Sports zu spielen, ist schon echt crazy. So viel Länder und nichts zu tun. Also ich weiß, dass ein Dread Return auf der Hand ist. Das ist ein Brainstorm. Mhm. So, 1, 2, 3. Das sind das Fortsies? 2 Fortsies, ja. Huh. Boah, 2 finde ich spannend. Vor allem, wenn der Gegner halt nicht spielt. Es ist entweder ein Teil der Combo oder halt irgendeinen Kram, den du nicht discarden willst. Ja, und du brauchst die Fortsies eigentlich erst, wenn du was durch den Counter durchkriegen willst. Hier wird ein Swords weggelegt und ein Fortsies behalten. Vermutlich kann man hier... Okay, ja. Ist da noch ein Zwähler drin? Blau-Weiß Zwähler müsste noch drin sein. Nee, da ist das Mystic Sanctuary noch. Nicht mal bei dem... Achso. Bei Nadu, ja.
Genau, man selber hat das Mystic Sanctuary, was halt cool ist, wenn man dann Brainstorm wieder oben drauflegen kann, den Free Shuffle bekommt. Jo. Das ist halt richtig stark. Ansonsten noch nichts Interessantes, glaube ich, aktuell im Grave. Ja. Spellpierce, glaube ich. Das war's. Ja. Boah, ein Hin und Her, ne? Expert Control stellt Fragen, oder du Breakfast hatte Antworten. Ja, das ist ganz spannend, dass das Control-Deck hier in eine Art von Aggro-Haltung geht und gehen kann. Jo. Was ja normalerweise eben weniger auf der Fall ist. Ja, da kommt der Cephalid. Ja. Puh. Nö, lässt man durchgehen, ist gar kein Problem. Ja. So, dann kann man... Das ist ein Ending, was man da gezogen hat. Legt man Ending da drauf. Erstmal triggert er noch. Ja. Wow, oh, das sind alles Karten, die der die da haben wollen. Der war richtig bitter. Der tat weh. Aber das ist halt auch der Nachteil. Normalerweise soll der ja ein Nachteil sein, weil der hat ja einen ganz großartigen Effekt. Ja, mit den drei Karten millen, ne? Ja, das ist eigentlich der Nachteil. Der Vorteil ist ja, er kann eine angreifende Kreatur rausnehmen. Das kann der ja auch, das weiß nur keiner. Ach so, der hat noch einen zusätzlichen Effekt. Der hat seinen eigentlichen Effekt, ist für zwei Mana tappen, du kannst Damage verhindern und so ein Kram. Oh Gott. Der ist eigentlich dadurch gemacht und dadurch eigentlich sehr, sehr, sehr gut, sehr stark. Aber irgendwie macht das halt niemand. So, da wird jetzt wahrscheinlich auf Sanctuary gefällt. Wahrscheinlich gegenüber liegt halt jetzt so eine Narkomöbe. Ja, die ist halt mal so passiert. Ja. Ist nicht so relevant. Ne, nicht wirklich. Es ist halt ein 1-1er, aber der 1-1er macht halt genau gar nichts gegen 29 Leben. Ne, tut er wirklich nicht. So, kommt der Brainstorm oben drauf. Ja, logisch. End top, draw, Brainstorm. Spiel ich mal Brainstorm. Fetchland ist gut, Land ist Sand Catherine. Dann kann man theoretisch den legt man hier drei Karten wieder drauf. Das sind auf jeden Fall die drei Karten von dem Brainstorm, die da sind. Okay, Fetchland geht drauf. Ja, die Sand Catherine geht drauf. Ganz nach oben. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Das war das Basic Land, was oben drauf ging. Ja. Thoughtseize. Ja, dann kannst du den Cephalid nehmen. Boah, ist das eine bittere Hand gerade. Mm. Catherine macht dann natürlich Ende, wenn er nichts findet. Ja. Und man hat noch Double Removal auf der Hand. Ja. Puh. Spannend. Vor allen Dingen, da ist jetzt auch schon so viel beim Breakfast im Friedhof gelandet, ne? Ja, das ist richtig, aber Piet Verein, jawohl. Ja, 26 Leben, ne? Kann man machen. It's America! Total, total seltsam, dass da, wo wusste man das wohl her? Go. Go. Das ist... Hä? Der legt eine... bis zu drei Karten wieder reinmischen, glaube ich, oder so ein Kram. Ja, rein. Okay, ich bin mir nicht sicher. Also man macht es wahrscheinlich, um an mehr Combo-Pieces zu kommen. Ja. Klar, keine Frage, aber... Der hat halt auch noch Flashback, ne? Ja, ja, klar, aber, also halt, aber ich wäre tatsächlich hier weiter in die Control-Shell gegangen. Ich hätte jetzt einfach Swords genommen, weil man muss ja irgendwann nur dem Erstball-Control-Spieler seine, in Anführungsstrichen, wenigen Win-Conditions wegnehmen. Ja, das Deck hat im Vergleich zu vielen anderen Control-Decks aktuell mehr Win-Conditions. Ja. Aber da sind auch schon drei von im Exile. Da sind, also in der Liste waren, glaube ich, 4 oder 3 Frösche, 3 Murktides, 3 St. Catharines. Ja. Also 9 oder 10 Win-Conditions. So, 3 sind schon weg. Das heißt, ein Drittel ist ungefähr weg. Jo. Also da würde ich den Weg weitergehen. Man hat ja, glaube ich, sogar ein Smurf mit reingeschmissen. Nee, Ponder. Ponder den und beide Combo-Pieces, die man hat. So, ich glaube, da war ein Wasteland. Ich glaube auch, so ein Wasteland. Das würde ich auf jeden Fall aufbehalten für die Zeit, wenn eine Ursus-Saga kommt.
Das sind jetzt. Und wird es auch nicht spielen, tatsächlich. Habe ich auch nicht gemacht. Spielen? Sehr gut. Ja, ja, es sind jetzt 31 Leben, weil St. Green hat ja noch Lifelink von 5. Ja, also Death by Damage ist jetzt, glaube ich, keine Option mehr in keiner Welt. Ja, was ist das für ein Spell? Das sieht spannend aus. Ist das ein Ending? Ich weiß es nicht. Oh Junge, das ist auf das jeden ist ein Fall ein Stapel. Ja. Ah, Tamio. Ach ja, stimmt, die ist ja auch noch da drin. Oh ja, da ist natürlich ein sehr guter Grind stark mit drin. Mhm. Wenn Länder sortiert. Ja, ich glaube, man hat die Idee, mit Wasteland was zu zaubern. Nee, nee, den muss man auf jeden Fall für Ursus Saga aufbewahren. Ja. Boah. Da ist Combo Piece Nummer 1. Mhm. Hm. Ist das? Nee, ist noch nicht Liefel. Ich wollte gerade sagen, ist das Liefel, wenn man da hingeht, aber ist noch nicht. Nee. Das ist. Swords kriegt man Leben. Ja, das ist okay. Ändert nichts. Oh, man geht fetchen, dann verliert man das Leben direkt wieder. Jupp. Kann der Würfel genauso liegen bleiben. Ja, ja, genau. Hat man noch ein Surveillance drin? Nee, aber man hat so viele Länder auf dem Feld, dass man halt keine mehr ziehen möchte. Und so minimiert man die Anzahl an Ländern, die man ziehen kann. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum man das macht. So. Dann Trigger, ich krieg einen Clou. Mhm. Ein Glue. Glue, Glue, Glue. Wird mit der Nacken geblockt? Jo. Kannst du mal wieder 5 Leben. Ich hab den Überblick verloren, der Stapel ist zu hoch. Gleich ändert sich der Fokus, dass er nur noch den Stapel im Fokus hat. Das wäre witzig. Mhm. Jetzt ist die Frage, du hast jetzt nächste Runde fast tot. Ja. Das geht sich jetzt nur noch um eine Runde. Ja, dann kannst du den Clou auch cracken. Da ist ein Snappy. Ist das ein Snappy? Snapcaster, ne? Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Snapcaster. Ja, Snappy. Ja. Ja, ist ein Snappy. Snappy into Brainstorm, flip Tamio. Ja, da ist eh egal, super. Weil dann hat man die 7 Schaden. Ja, stimmt. Ja, ja, spannend. Vom Matchup her hätte ich Nadu Breakfast tatsächlich als stärkeres Deck betrachtet aktuell, gerade Game 1, weil es halt mit Teferi und so vielen anderen Sachen eben auch schnell mal comboen kann. Aber Esper Control konnte hier stark unter Druck setzen, weil es fast schon eine Tempo-Shell ist. Es ist keine Tempo-Shell, weil wissen wir alle, wie Tempo-Shells aussehen. Aber das Kontrolldeck hat hier wirklich erkannt, dass es dieses Mal das Agro-Deck ist. Ja. Und durch die frühe St. Catherine, die vielen Fragen war halt auch. Nigel Breakfast konnte halt nicht so schön durch das Deck grinden, um die Sachen zu spielen. Für die Leute, die sich jetzt wundern, warum wir jetzt darüber reden, dass so Control und so ein Kram da gemacht wird. In jedem Matchup ist es so, dass eins der beiden Decks ein Kontrolldeck ist und das andere die Frage, also die eine stellt die Fragen und das andere muss die beantworten. Und eine wichtige Frage ist herauszufinden, bin ich das Deck, das Fragen stellt? Oder bin ich das Deck, das Fragen beantwortet? Und oftmals ist es eigentlich so, dass Esper Control eben die Fragen beantwortet. In diesem Matchup ist es aber eigentlich so, dass man Fragen stellen muss. Weil wenn man Breakfast lange genug puzzeln lässt, dann puzzeln die einfach das Spiel kaputt. Ja, und die sind halt, die können ganz schnell ausmachen. Mhm. Also es muss nur sein, dass du den Moment verpasst, den Nadu eine Runde liegen lässt und der droppt einen Nomad danach. Ja, ja, oder auch einfach hingeht und spielt hier nicht Silence, sondern Arms Chant. Ja. Dann kannst du nicht mehr countern, dann macht der A-B-Kombo Win. Jupp. Und das passiert einfach mit dem Deck. Und das ist halt sehr, sehr, sehr stark. Jupp. Da wird jetzt gefetcht. Noch was? Da wird noch Swailed. Im eigenen Zug? Das ist ja spannend. Hat man Angst vor Stifle? Kann sein, ja. Oh, okay. Swords weghauen ist natürlich, das zeigt halt schon, man geht Richtung Combo. Das heißt aber auch, Esper Control muss halt umdenken, genau. Boah, dann nehme ich den Teferi. Also wenn du eine Antwort auf der Hand hast gegen den... Ja.
Dings, musst du den Teferi nehmen, der nimmt dich sonst auseinander. Ja, muss. Ist wirklich crazy. Uiuiui, ui, ui. Schwierig. Wastelet. Mhm. Mach die Grünquelle weg. Aktuell ist nur Blau und Weiß da. Ja. Ponna mit einem Land hinten hinterher. Von der Idee her ist es ja so, dass das Deck halt jederzeit ab 3 Mana gewinnen kann. Das muss man einfach dabei sagen. Ich glaube, bei Esper Control habe ich jetzt auch kein Removal gesehen. Nee, hat aber auch einen Malo 5, ne? Ja. Das kommt noch dabei. Jetzt hat man noch den Snappy. Jetzt hat man aber bis jetzt nur 2 Länder. Ja, Snappy Thoughts, die ist halt ein bisschen weiter weg. Ja, da hätte man das statt Wasteland aufsparen müssen. Ja, aber das kannst du nicht. Wenn er da dann ein Land legt und den Nado hittet, ja, bist du halt so weit hinten dran, dass du eigentlich gar nicht mehr spielst. Der musste jetzt in dem Ponder quasi Nado und grüne Quelle finden. Ja, und das geht halt nicht. Ja, geht schon, aber... Ja, aber halt nicht in einer Runde. Deswegen. Oh, Miracle. Ja, aber... Da hat man sich kurz verraten. Leider eine Runde zu früh. Ja, die Runde drauf wäre ja wesentlich besser gewesen, weil dann wäre durchgekommen. Okay, das ist strong. Jetzt könnte man überlegen, ob man tatsächlich... Man hätte den Snappy werfen können, damit der Gegner den bouncen muss. Ja, hat er so oder so gebounced. Ja. Murktide. Murktide fehlt eine Karte. Yep. Boah, kein Land ist natürlich jetzt bitter. Man kann jetzt den Snappy legen. Mm. Ja. Der hat jetzt keinen Flash mehr. Mm. Ja, aber wenn der Gegner keine Kreatur zum Blocken hat oder opfern will, dann kann das damit Ende sein. Also für den Teferi. Teferi, ja. Der ist jetzt halt richtig strong. Der Teferi nimmt jetzt gerade. Ja, jetzt ist gerade halt die Chance, einfach zu gewinnen. Ja. Also für Nadu. Weil genau. Der Teferi reißt jetzt gerade das ganze Spiel an sich. Weil du nicht mehr reaktiv spielen kannst. Ja, was du halt brauchst in so einem Kontrolldeck. Ja, gerade gegen so ein Kombo-Deck. Kombo-Deck. So ein Streamlined ist auch. Land, Fetch. Ich glaube, ich habe die kaum. Oh, Nadu. Nadu! Eins der wenigen Formate, denen er noch erlaubt ist. Ja. Dem jetzt in Commander und in Modern rausgegangen ist. In den Formaten, wo er eigentlich reingeprintet wurde. Ja, in den Modern Horizons mit Commander im Gedanken, richtig. Und wo, das einzige Ding, wo er okay ist, ist Legacy. Vintage? Ja, aber Vintage spielt ihn, glaube ich, keiner. Ja, kein Land gezogen ist schwierig. Und dann ist jetzt mit dem... Nadu ist ja eigentlich ziemlich aus. Ja, aber man muss das hier deterministisch runtersetzen. Man steht 1-0 vorne als Esper Control-Spieler. Ja. Und dementsprechend muss man hier die Sachen machen. Ja. 1, ich meine, geht auf die Hand. Man hat, glaube ich, noch ein Supreme Verdict auf der Hand. Das heißt, man bekäme die Sachen, die das Board theoretisch geklärt. Aber ja, da muss man halt hinkommen. So, jetzt setzt ihr den Nado wieder hin. Ja, gut, Fetch. So, und dann muss man halt irgendwie sich überlegen, okay, ist es das wert? Auch im Hinblick darauf, dass die erste Runde so lang ging. Genau, das muss man jetzt halt überlegen. Also, Control-Spieler muss jetzt hier abwägen zwischen ab bis wohin macht es Sinn, den Gegner Value bekommen zu lassen und ab welchem Moment komme ich nicht mehr durch. So. 2 Mana, Narkomöbe, die ersten mehr Karten aufdecken. Ja, und dann ist um. Ja, dann hat man den Cephalid und dann geht mal Combo Win. Ja. Weil der Cephalid halt die ganze Zeit getargetet wird von der weißen Kreatur, die da liegt. Jo. Die hat gesagt, für 0 Mana wird der nächste Damage auf die andere Kreatur, auf die Target Creature gesetzt. Damit kann man sowohl Nadu triggern als auch. Was? Ja, man hat ja kein Mana. Ah, doch, Mart. Klar. Man hat das Dings. Stimmt. Und der Gegner kann nichts tun. Also kann er immer noch nicht, aber. Ja, es macht halt keinen Unterschied. Also jetzt macht es einen Unterschied, weil. Naja, machen wir jetzt 8 Mal noch. Ja, ja, und man hat schon das Force mit dem Pitch auf der Hand. Ja, 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 das ist rum. Das ist einfach sowas von rum. Aber das ist dann halt das Schöne dran. 1-1, einmal dafür und dann schaut man, wie es weitergeht. Ja. Und dann beginnt Esper Control das erste Mal, richtig? Ja. Ja.
So. Ja, da wird kein Mana für den Loot bezahlt, immer wieder gut, aber ist auch egal. Da ist eine Menge Mana. Ja, da wird einfach so weit gesetzt, wie man möchte. Und dann kann man die beiden spielen und kann den. Das ist nämlich jetzt auch das Starke. Man kann eben, nachdem man das Tassorakel gezogen hat, man kann es dann auch spielen für 2 Mana. Und auf den Trigger. Und auf den ETB-Trigger eben den Rest von seinem Deck entzielen, um dann zu gewinnen. Das ist das 1:1. An dieser Stelle, einmal ganz kurz, diesmal etwas später, Werbung. Ich habe Patreon und YouTube Membership. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich dort gerne unterstützen. Ab 3 € im Monat ist die Unterstützung sehr, 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 sehr willkommen. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank an die ganze Unterstützung. So. Fetch Tamio. Das ist einfach ein starker Start. Das letzte Mal hat es eine Force gefressen. Jupp. Was einfach den Value-Plan macht. Weil wenn Nadu Breakfast hier keine Fast-Combo hat, kann dieses Ding wegrennen. Das heißt, das Ding muss jetzt geswordet werden oder geforced werden, damit es halt irgendwie nicht alleine wegrennt. Weil diese Karte kann alleine wegrennen. Ja, und gerade im Late-Game mit den ganzen Clues. Ja. Das ist ja auch das Spannende. Manchmal möchte man gar nicht, dass die Tamio flippt. Nee. Also es gibt auch Momente, und das ist auch was Leute erstmal lernen mussten und müssen, in denen Tamio zu flippen nicht die richtige Entscheidung des Spiels ist. Das war. Und das finde ich halt so spannend einfach aktuell. Ja. Du willst die halt manchmal auch einfach nur haben, um permanent anzugreifen, um im Late Game 5-6 Clues zu haben, die du sacken kannst, weil dann kannst du halt 5-6 Karten ziehen. Ja, und 5-6 Karten im Late Game einfach mal mehr haben als Gegner, was? Ja. Okay. Eine. Ist das schon sehr, sehr gut? Von den Lebenspunkten eben wahrscheinlich noch gewohnt. Mm-hmm. Brainstorms natürlich. Ja, jetzt flippt die Tamio halt, aber die halt schon, ne? Man hat auch gerade noch nichts anderes zu tun, ne? Da ist, glaube ich, viel zu viel Land bei, oder? Nee, wenig Land tatsächlich. Die 3 Karten, die gezogen wurden, war halt ein Snapcaster, dann hier ein Murktide und so ein ich suche mir mein Land raus oder ziehe 5 Karten Ding. Ach so. So ein Lauren Revealed. Ja, die plust man hier, glaube ich, auch erstmal. Ja, muss man. Die kann man halt in dem Matchup auch versuchen, einfach so lange hoch zu plusen, bis man die Ultien kann. Jo. Die Ulti zieht ja dann ein halbes Deck und sagt dir, du hast kein Handkartenlimit mehr. Das ist halt auch solide. Da musst du aber aufpassen, dass du in den Deckout gehst. Ja, ach. Also die Exile- und Friedhofstapel sind hier teilweise sind hier regelmäßig höher als die Stapel, als Deck. Ja, das ist richtig. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja. Blaues für Ponderino, ja. Kann man jetzt gegen tun. Ponder. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, war da ein Spellpierce auf der Hand. Das? Pflasterstorm. Ja, aus dem Sideboard. Mhm. Also, aber man hat hier kein. Kein blaues Mana. Kein blaues Mana. Das ist ein Scrubland, oder? Cassie. Ja. Auf der anderen Seite, Breakfast kann den Cephaliden haben. Ja, Cephalid into when. Das ginge halt jetzt gerade. Aber da ist ein Swords auch auf der Hand, glaube ich. Wann kam eigentlich diese Regeländerung, dass Equip auch auf dieselbe Kreatur geht? Eigentlich schon die ganze Zeit. Das war halt nie sinnvoll. Man hat es damals benutzt, um Mana-Burn zu verhindern. Ach klar, dann hat man einfach das Mana benutzt und hat die Equipments hin und her geschiftet. Für die Leute, die jetzt neu dabei sind, die neu über Magic angefangen haben. Früher war es so, wenn ihr am Ende des Zuges Mana in eurem Pool bekommen habt oder noch hattet, das ihr nicht ausgegeben habt, habt ihr für jedes dieser Mana einen Schaden bekommen. Das war eine solide Strategie, um Gegner zu töten. Weil es Karten gab, die dem Gegner Mana gegeben haben am Ende seiner Runde. Und wenn er sie nicht benutzen konnte, dann hat er Damage bekommen. Das ist halt auch irgendwie. Das war stupid. Das war richtig dumm. Ja. Ja, Insel, man hat die Insel extra rausgesucht. Man könnte ja auch einfach die Tamio minusen, -3, um sich das Ding wiederzuholen, durchzucyclen. Aber ich glaube, ich würde ja was. Okay, es wird gemacht für den Brainstorm. Die geht auf die Hand. Ja. 2 Mana. Oh, das ist strong. Das zerstört alle Non-Land-Permanents. Mana kosten 1 oder weniger. 1 oder weniger.
Stimmt, es ist Pest Control. Ich war jetzt gerade auch am Überlegen, was war das denn? Das ist strong. Gut, die Tamio hat eins. Die geht auch. Ja, aber da ist, glaube ich, noch eine auf der Hand. Ja, ich glaube auch. Der Clou geht auch. Das war gut. Vor allem macht das Mana beim Gegner auch schlecht gerade. Ja. Another one. Da hätte man, glaube ich, warten können. Die hätte ich, glaube ich, noch nicht rausgespielt, weil man die jetzt gerade mit Swords vor Swords nicht beschützen kann. Weil das ist ja das Coole daran. Du kannst ja tatsächlich bei einem Removal Spell oder so, kannst du ja tatsächlich die einfach flippen. Ja. Schön mit einem Brainstorm. Zum Beispiel. Breakfast in Tornado. Das heißt. Breakfast Covenant Tornado. Ja. Countdown ist nicht. Ich habe gesehen, also ist die Frage, ob das wirklich auf Bird oder auf Wizards liegt. Wahrscheinlich Wizards. Ja. Fun Fact: Wizard ist übrigens der meiste Kreaturentyp in Magic the Gathering. Wow. Es gibt keinen Kreaturentyp, also der ist fast doppelt so hoch wie alle anderen Kreaturentypen. Das ist ein Teferi, der ist gut. Jo. Der ist gut. Der bounce den. Ja. Kriegt zwar noch ein Land, ist aber egal. Zieh eine Karte. Frosch. Und. Ach, ist kein Land, wa? Ist dann Everybody Lives auf der Hand? Ja. Everybody Lives ist. Du kannst das Spiel nicht verlieren, der Gegner kann das Spiel nicht gewinnen oder so ein Kram. Ja, ja, der Gegner kann nicht gewinnen, du kannst nicht verlieren. Oder keiner kann das Spiel keiner kann das Spiel verlieren. Genau. Alle Kreaturen bekommen und Spieler bekommen, glaube ich, Hexproof. Krass. Das ist natürlich eine geile Strategie gegen Breakfast, wenn man halt dann so in die Combo reingeht und auf einmal nichts mehr tun kann. Ja, lässt den halt Combo machen auf den Oracle-Trigger, sagst du halt Everybody Lives. Ja, aber wirklich, wenn der Trigger dann durchgeht auf den Win. Ja, ja. Und das dann sagt man, okay, ich gehe in meinen Zug, du bist dran, ja, zieh mal eine Karte. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, weshalb diese Decks diese 4-Mana-Spells da spielen. Diese einen grünen Mana-Spells da spielen, um irgendwie 3 Karten ins Deck zu mischen. Ja. Aber genau den da. Den da, ja. Huh. Aber das sind dann halt auch nur 3 Karten und ich weiß auch nicht, wie man dann gewinnen möchte. Aber vergessen die T4 zu plus. Nee, der wurde geminust. Ach stimmt, die Tamio konnte in der Runde schon angreifen. Stimmt, yes. Ja, Nadu hat jetzt halt eine Menge Mana. Mm. Das kann halt auch jetzt noch schnell ausgehen. Und du weißt halt, dass der Nadu in der Hand ist. Und die Saga ist ein Problem. Genau, die Saga ist ein Problem, weil wenn die durchtickert, ist es halt ganz anstrengend. Da wird nochmal für 3 Mana nochmal der Nadu kommen. Ja, dann liegt der auf Bird oder Wizard. Wahrscheinlich Wizard. Wahrscheinlich. Bird ergibt keinen Sinn. Und dann sagt man hier Go. Wahrscheinlich. Oder man hat noch für ein Weißes, hat man noch den. Hat man. Oh ja, okay. Das ist natürlich spannend. Das ist schlecht. Aber warum lässt man hier das Weiß-Grüne offen? Man müsste hier auf jeden Fall das Blaue offen lassen. Ich wüsste nicht, warum man das Weiß hier offen lässt. Mhm. Also mit dem Blauen hätte man jetzt den Zephyr rauslegen können und gewinnen können. Weiß für grün für Vale. Das glaube ich nicht auf der Hand. Ich glaube, hier wurde einfach falsch getappt. Ich glaube, das hätte hier um sein können. Wobei man natürlich nicht weiß, ob Earthbound Control nicht mit Force zum Jack kommt. Jetzt muss man ja sagen, Nadu Breakfast hat aufgehört, die Kabaltherapie zu spielen, die One-Off. Was einfach daran liegt, dass sie einfach sehr clunky war die ganze Zeit schon, seitdem das Deck existiert. Aber sie war halt auch eigentlich sehr wichtig für das Deck. Ja. Die hat halt vor die Combo an sich beschützt. Ja. Times. Genau. Wir gehen in Times. Man merkt vielleicht, das Spiel wurde ein bisschen verschnellert. Und diese Spiele werden bei uns lokal aufgenommen. Meistens im Fischkrieg, manchmal auf einem privaten Turnierplatz, auf dem wir manchmal spielen, in Siegen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn Personen dort mitspielen wollen, die immer mitspielen können. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir immer ein Turnier spielen, immer einen FNM spielen, also wenn wir auf Kamera spielen. Ich habe eigentlich nie Freeplays auf der Kamera oder sehr selten, sagen wir mal so. Und dementsprechend ist es halt wirklich so, dass die Spieler und Spielerinnen hier tatsächlich mit Zeit spielen. Mhm. Das heißt, jetzt sind für die beiden 50 Minuten um und sie haben jetzt noch 3 Extrazüge. Das ist tatsächlich spannend, weil ja.
Der Breakfast-Spieler hat einen Extrazug mehr. Mhm. Und das kann... Das kann relevant sein. Relevant sein, ja. Genau, das ist halt einfach der Punkt. Normalerweise zeige ich auf diesem Channel auch keine Draws. Ich habe, glaube ich, bisher ein oder zweimal einen Draw gezeigt. Ich muss das alle Jahre mal wieder machen. Das heißt nicht, dass dieses Spiel ein Draw ist. Vielleicht, vielleicht doch. Das werdet ihr gleich sehen. Aber ich kann sagen, der Backlash, den ich jedes Mal bekomme, wenn ein Draw auf dem Channel drauf ist, ist sehr hoch. Ja, was einfach daran liegt, genau, ist ein sehr unbefriedigendes Ende. Aber hin und wieder mal muss man es den Leuten wieder zeigen, um zu zeigen, es ist auch okay, wenn ein Spiel in einen Draw geht. Ja, ich sehe gerade, da ist sogar noch ein Dressdown auf der Hand. Bei von Esper. Esper. Uff. Das heißt, strong. Diese Runde kann man Everybody Lives casten? Muss man nee, jetzt kann Everybody? Man nicht mehr. Oh, Junge. Das ist jetzt halt schwierig. Muss jetzt Everybody Lives casten oder das Dressdown? Ich glaube eher Everybody Lives, weil das Dressdown würde halt dafür sorgen, dass, ja, Everybody Lives. Was ist was? Das? Das ist meine Anti-Tassus-Orakel-Strategie. Weil Everybody Lives funktioniert halt jetzt auch. Wenn man Dressdown castet, könnte der Gegner ein Teferi haben, das bouncen. Stimmt. Ja. Dementsprechend muss das jetzt Everybody Lives sein, tatsächlich. Und es wird noch einen Ponder drauf gecastet. Teferi sei Dank. Teferi sei Dank, tatsächlich. Man findet ein Swords und ein Land. Land ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Der Frosch wird irrelevant, aber ja, okay, man will das Land haben. Ne? Ja. Und ab jetzt kann man nicht mehr casten, aber das ist, glaube ich, nicht so relevant. Ja, der Gegner kann jetzt halt Setup bauen, weil er weiß, dass er eh nicht aufgehen kann. Ja, genau. Also nächste Runde ist das Setup dann schon ein ganz anderes. Man könnte auch versuchen, hier in Beatdown zu gehen. Man hätte nächste Runde 4-6-6er. Mindestens 4-6-6er. Ach, stimmt, mit der Saga. Mit den Sagas da unten. Und man hat immer noch einen 3-4 Flieger, mit dem man den Teferi abräumen könnte, wenn man angreift. Was man auch tut, tatsächlich, ja. Aber das ist natürlich jetzt strong. Ja, das war jetzt ätzend, weil die Tamio war die einzige Protection für Teferi. Ja. Und hätte ihn tatsächlich auch sehr, sehr lange aufrechterhalten. Weil so läuft man jetzt Gefahr, dass man halt in Counter nächste Runde reinläuft. Eigener Teferi. Das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht. Wenn man den nicht los wird, ist nächste Runde um. Ja. Man ist hier im zweiten Extrazug von Nadu Breakfast? Oder im ersten? Die Tamio hätte gar nicht geswordet werden können. Everybody Lives. Kriegt die nicht nur Unzerstörbarkeit? Hexproof und Unzerstörbarkeit. Hexproof. Ja. Kein legales Target. Kein legales Target. Uff. Oh, spannend. Das könnte den kompletten Ausgang von dem Spiel verändern, weil man da der nicht. Der Teferi würde jetzt noch liegen. Der gegnerische Teferi aber auf jeden Fall auch. Das heißt, man könnte jetzt, okay, du kannst halt Nadu bouncen und das war's. Ja, viel Unterschied. Nee, war nur auf 2 Marken. Stimmt, du musst minus 3 machen. Das heißt, wir jetzt plussen können. Das macht keinen Unterschied. Ne. 4 Handkarten und damit geforst. Ja, wobei man hätte jetzt hier nicht forcen können und so weiter. Aber es macht nicht viel Unterschied tatsächlich. Nee. Aber es ist wichtig zu wissen tatsächlich. Ja. Everybody Lives, bitte eine gute Karte, spielt mehr Everybody Lives. Ja, ich hab die halt drin, weil die halt genau dafür gut ist, aber die hat halt so viel Text, dass man das einfach vergisst. Ja. Ja, Swords nimmt den Nadu raus, kann man ja eh nicht als Instant spielen. Da ist jetzt die Frage, wird der Gegner wird ein Backup haben? Ja, ja. Also. Land und dann sagt man einfach go. Das Problem ist, dass Teferi halt wirklich hier das Spiel an sich reißt. Ja. Jetzt. Also selbst wenn jetzt beim Gegner, also wenn jetzt bei Esper noch einer liegen würde, hätte es nichts geändert. Mm. Die beiden gehen raus für 2 Mana. Ja, für 2 Mana, dann holt man sich die Schuko und Petal. Weiß nicht, ob man Petal schon benutzt hat, ehrlich gesagt. Eins war, glaube ich, schon genutzt. Ja, ich habe aber gar nichts mehr gefunden. Stimmt, die wurden beide mit Draft the Skies zerstört. Mit Pest Control. Stimmt, Pest Control hat die zerstört. Ja. So aber egal, sind beide schon im Friedhof. Das heißt, man hat nur die 2 Bader aus der Saga bekommen. Das ist schon mal gut.
Ja, aber man hat ja das Tastatur-Rakel auf der Hand. Man geht jetzt einfach hin, droppt den Dude. Ja, und da macht man dann das Tastatur-Rakel. Das ist so dumm. Die Teferi, also wenn der andere Teferi jetzt noch liegen würde, hätten die sich ja gegenseitig behindert. Ja, ja, also es hätte nichts geändert. Es hätte nichts geändert. Und jetzt? Ja. Trigger-Stack, ja. Deck und Rausch. 2-1 für Nadu Breakfast nach einem echt krass coolen Duell. Wirklich, wirklich ein schönes Spiel. In Overtime. In Overtime. Und gerade so geschafft in den Turns. Deswegen sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen, liken, abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Bis dahin. Ciao, ciao.